Vanessa, wo bist du? Da bist du. Such, such Vanessa. Wo ist es, Vanessa? Komm, such es, Vanessa. Komm, such es, Vanessa. Los, los. Ja, fein, fein. Ja. Oh, was hast du da? Was hast du da? Was ist das? Oh, ja, fein. Wir befinden uns fast in der Wüste. Mit Wüste meine ich Terrarium. Und mit wir befinden uns fast, wollte ich eigentlich sagen, wir sind froh, dass wir uns nicht in diesem Terrarium befinden, denn in diesem Terrarium kann man ja nicht songwriten. Und das machen wir jetzt. Das kann man nicht? Ihr könnt doch gar nicht songwriten. Was hast du gesagt? Ihr könnt doch gar nicht songwriten. Ich wohne jetzt hier. Ach so, übrigens zur Erklärung. Dieses Zimmer hier, in dem Frodo wohnt, das ist immer noch in der UWG. Also keine Angst, wir sind immer noch ganz... Hallo. Und sie wohnt jetzt auch hier. Oh Mann. Ich wohne nicht hier. Yeah. Okay, hier drin verdumme ich. Ich muss hier weg. Wir haben uns nicht nur gedacht, wir nehmen nicht nur Marty als Feature-Gast, sondern wir haben noch jemanden, der ist gerade da und den stelle ich euch jetzt mal vor. Niemand anderes als Herr Michael Schulte. Ist bei uns zu Gast und wird uns bei einem Song unterstützen. Soll ich was singen? Ich sag mal so, wir versuchen zumindest was zu machen. Wird er erfolgreich werden? Man weiß es nicht. Ja, wir werden es sehen. Es wird spannend. Hast du das aufgenommen, Felix? Ja. Halt dich einfach, Töne. Okay. Ich kann sowieso nichts anderes als Töne halten. Also das ist übrigens die Antwort auf die Frage, ob Jakob Geige spielen kann. Ja, kann ich. Nein. Ziemlich gut. Es war ja so peinlich. Jetzt experimentierfreudiger Felix bleibt hier und die zwei Idioten, die jetzt irgendwie versuchen müssen, auf dieser Scheiße irgendeine coole Melodie oder einen Text zu schreiben, die gehen jetzt rüber in mein Zimmer. Now pay walls are all he sees. Gone his spiel of warm. Total kitschig, what if oder? He could reach the cell, would finally he gaze into the origin. Because he's long and still. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, das ist der Text übrigens. Meine Lieben, wir fahren jetzt fort nach einer kleinen Kreativpause und machen uns jetzt als allererstes, wir haben zwei Pläne für diese Woche. Einmal wollen wir den Song, den wir mit Michael angefangen haben, weitermachen. Hallo Felix. Hallo. Und zweitens wollen wir unseren Marty-Song-Feature auch anfangen. Wenn ich das mit dem Soundproblem jetzt noch fixe, dann ist alles tutti. Was ist denn mit dem Sound? Ich hab keine Ahnung, irgendwie kratzt es so ein bisschen. Mann, warum zerrt denn das? Warum hab ich das am Fuß? Das ist doch scheiße. Mann, was für ein Scheißtag. Marty hat ein Riesenkinn. So, ich bin bereit. Ich auch. Gut. Du bist ein Spast. Ich muss doch nicht sehen, was ich mache. War die Maus da? Ja. Geht doch. Oh, auf einmal, er drückt und es kommt Musik raus. Das ist ja so magic. Erstmal anhören, was wir da für Wochen geschrieben haben. Ja. Ja, doch. Herren, der wohl creepigste Sound der Welt. Ja, wir suchen einen Ambient Sound gerade. Und was zum Fick war das? Sag mal, Vanessa, nervt das eigentlich, wenn wir die ganze Zeit Musik machen? Nein, eure Musik stört mich nicht. Hallo, mein Name ist Vanessa und ich habe nichts mit dem Album zu tun. Ach nee, mit der EP. Guck mal, sie weiß nicht mal, dass es eine EP ist. Weil weißt du das? Weil wir Bock haben, ein Album zu machen. Das ist überhaupt nicht wahr. Und Jakob wird jetzt zum Mrs. Vlog. Wieso bin ich jetzt Mrs. Vlog auf einmal? Hallo, ich bin Jakob und ich laufe durch die Wohnung und ich mache gerade eine EP mit meinem besten Freund Felix. Mann, die ärgert mich. Die blöde Kuh ärgert mich. Du bist blöd. Du auch. Steve, kannst du mir beim Songwriting helfen? Ja, klar. Okay, vergessen wir das. Gehen wir zurück zu guten Musikern. Hier drüben. Können wir jetzt weitermachen? Also ich bin es jedenfalls nicht.
nicht beim Musikmachen unterstützt. Wir basteln uns jetzt ein paar Drums zusammen für diesen Endteil, der ein bisschen mehr elektronisch nach vorne gehen soll. Achso, und der kommt auch drin vor. Wenn Jakob und ich zum Beispiel unsere alten Alben anhören, ist das, was uns am meisten bisher so gestört hat, eigentlich die Drums. Und deswegen gibt es diese 10 Milliarden Sounds und hoffentlich wird das Ganze dann super lebendig. Es ist spät, wir sind grenzdivil, so wie sich das gehört. Tschüss, Sina. Tschüss. Tschüss, Frodo. Tschüss. So, neuer Tag, neues Glück. Felix musste leider kurzzeitig weg, deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe heute mal zu dem lieben Marty, damit wir endlich mal unseren Song zusammen machen können. Es ist übrigens jedes Mal wieder erstaunlich, wenn es wieder so warm wird, dass man T-Shirts tragen kann und nicht mehr frieren muss. Dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man bald wieder eine Jacke anhat und es kalt ist. Genießen wir die Zeit. So, fast da. Ja, auch diesmal wissen wir wieder nicht, wohin uns die Reise führen wird, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Es ist schließlich Marty Fischer und Future. Diese Kombo weiß immer einen Ausweg. Oh, tut mir leid, ich habe falsch geklingelt. Den braucht doch hier keiner. Ciao. Tschüss. Ciao. Den habe ich gesucht. Mich? Ja. Warum? Na, wir wollen doch zusammen Musik machen. Ach ja. Okay, hier will mich dann keiner, dann... Oh, Sonnenbrille. Ich habe gehört, Sie wollen mit mir einen Song machen. Ja. Na, lass uns einen Song machen. Komm, Marty, wir müssen arbeiten. Los. Arbeit! Liebe Herrschaften, es wird sehr bluesig heute Abend. Durchaus. Blues ist genau der richtige... Also, wenn Sie nach Blues gelüstet, dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse. Würde ich niemals spielen, die Scheiße. Ist total dissonant. Ist doch keine Musik. Das muss doch Harmonien haben. Tschüss, Marty. War schön. Bis. Morgen. Vielleicht morgen. Vielleicht auch nicht. Ich geh jetzt nach Hause. Mach's gut. Tschüss. Felix, komm mal her. Ja. Los. Wir müssen eine Endcard machen. Bei YouTube macht man doch diese Endcards, oder nicht? Okay, dann bin ich ja jetzt da. Genau, ja. Das war's für dieses Making-of. Wir sind gut vorangekommen. Wir hoffen, das Ganze wird natürlich gut. Mhm. Guckt euch mal da irgendwo ein Wortsalat an oder ihr habt Lust auf Musik. Dann guckt ihr euch was anderes an, was unten drunter ist. Was mit Musik zu tun hat. Ja, genau, auf jeden Fall. Und an dieser Stelle nochmal bei... Dankeschön. Ja, genau, für diesen schönen Preis. Dafür wollen wir euch, ne? Ihr wisst, ist das alles wieder peinlich, ja. Genau, also macht's gut, bis zum nächsten Mal und haltet die Ohren steif. Tschüssi, ich bastel weiter Sound. Ja, okay.